Ja, und weiter geht's mit Let's Play Day of the Tentacle. Ja, so, jetzt schauen wir uns mal die Zeitmaschine an. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Komm, benutzen wir mal den Schalter. Ich will nicht noch mehr anstellen. Schauen wir uns mal die Toilette an. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Hä? Ich wollte nur die Toilette anschauen. Leer. Leer, 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 leer. Der Leerbeat. Leer, leer. Okay. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Oh, ein Hamsterrad. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Mhm. Schau an. Okay, gehen wir mal hoch, oder was ist das denn hier? Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Nimm. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette? Nein! Durch die Zeit! Mit Hilfe der Zeitfluss-Strugikammer, die ich in jedes Gron und John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred, können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die Hieß er noch etwas merkt. Hm. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred! Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Ah, wir können jetzt zwischen Bernhard und Hogi erstmal wechseln. Okay, wechseln wir erstmal zu Bernhard wieder. So, sobald Hogi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Okay, warte mal. Könnten wir nie... Zwei Sachen könnten wir doch schon mal zu Hogi schicken. Okay, ich hab's weggespült. Da drin ist schon was. Aha. Da ist was drin. Da ist was drin. Ja, nimm das doch. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Gut, dann kriegt er den hier noch. Da ist was drin. Ach, wirklich? Komm. Laborassistent gesucht, fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Fass auch zu Hogi, oder? Komm. Besser nicht. Komm. Benutze. Besser nicht. Nimm Groschen mit. Nimm.
2561. Hä? Okay, zurück. Nimm. 1952. Benutze... Besser nicht. Benutze das hier mit... Nimm. Das kann ich nicht nehmen. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Ich wette, das ist besser als eine Schlaftablette. Oh ja. Echt geil. Benutze Dosenöffner mit Toilette. Nimm. Dosenöffner aus Klo. Nett. Nett. Nett, 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 nett. Okay, was machen wir jetzt? Warte mal. Reden wir mal mit ihm. Hey, Dr. Fred. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. Was schlägst du vor? Kein Diamant für die Zentraleinheit. Keine Kraft für die Zeitschüsseln. Ein mutiertes Monster. Stromert draußen rum, erobert die Welt. Ein schwarzer Tag für die Forschung. Warum können wir nicht die Zeitmaschine nicht so reparieren? Warum können wir die Zeitmaschine nicht so reparieren? Es braucht einen ganz neuen Diamanten. Wo kriege ich nur das Geld dafür her? Gebäck verkaufen? Ich weiß mal, sie ist schon in der alten Scheune. Oder ich dachte, sie wären reich. Ich dachte, sie wären reich. Nun? Ich habe von der TV-Show nicht so viel Geld bekommen, wie angenommen. Wir mussten unsere Villa wieder als Hotel vermieten, um etwas Geld zu verdienen. Ja. Wenn ich nur den Vertrag rechtzeitig unterschrieben hätte. Welche TV-Show? Welche TV-Show? Nun, nach dem Vorfall, wo ich von dem Meteor aus dem All besessen war, hatte jemand beschlossen, eine Show zu machen. Aber sie haben uns nichts bezahlt. Alles, was wir bekamen, war dieses Videospiel. Wow, das war ein Bestseller. Ja, ich hatte aber vergessen, den Vertrag zu unterschreiben. Ich habe ihn immer noch oben liegen. Sie bekommen noch wunde Hände, wenn die so weitermachen. Sie bekommen noch wunde Hände, wenn sie so weitermachen. Tut mir leid, liegt am Kaffee. Vielleicht sollten Sie entkoffeinierten Kaffee trinken. Nein, dann schlafe ich ein und die Träume kommen wieder. Holen Sie den Vertrag und zeichnen Sie ihn ab. Holen Sie den Vertrag und zeichnen Sie ihn ab. Ich habe die Kombination vergessen. Aber das ist so blöd, Dr. Fred. Ich weiß, ich habe wahnsinnige Albträume deswegen. Jede Nacht träume ich davon, den Safe zu öffnen. Aber da ist nur etwas Schreckliches. Immer und immer wieder. Nacht für Nacht. Trinken Sie deswegen so viel Kaffee? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Oh, wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, wir müssen einen neuen Diamanten finden. Was wir... Wie wäre es damit? Wie wäre es, wenn wir den Fluss säuberten? Was wäre, wenn wir den Fluss säuberten? Ich könnte ja meine Matschmaschine ausschalten. Aber es ist zu spät. Sie haben eine Maschine, deren Aufgabe es ist, giftigen Matsch zu produzieren. Man kann kein Hightech-Labor wie dieses haben und dann, ohne giftigen Abfall, die anderen Wissenschaftler würden lachen. Wie wäre es damit... Wie wäre es damit, Purpur-Tentakel zu fangen? Aha. Er ist schon lange weg. Vielleicht übernimmt er gerade die Welt. Kühe umgeworfen, Polizei staunt. Unförmiges Wesen am Tatort gesehen. Bald sprechen wir alle... Nun, Englisch, denke ich. Gibt es nicht irgendetwas, was wir machen können? Die Diamanten einkaufen... Wie läuft das Geschäft bei den verrückten Wissenschaftlern? Wie läuft das Geschäft bei den verrückten Wissenschaftlern? Nicht allzu lukrativ. Hauptsächlich leben wir davon, unser Hotel zu vermieten. Davon
und von Ednas Trinkgeld vom exotischen Tanzen. Sag Bescheid, wenn du den Diamant hast. Okay. Okay. Kaffee besorgen. Entkoffinierten Kaffee besorgen. Warte mal. Aha. Ich glaube, ich weiß, wie wir ihn bekommen. Rede mit Oso den Clown. Du schaust mich an? Schaust du mich an? Wen siehst du dann an, hä? Ich habe dich etwas gefragt. Okay, Clown, das war's. Und bing. Ich hasse diesen Clown. Drücke. Oh, mehr sagt er nicht. Warte mal. Hey, Junge, du hast die Party verpasst. Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch. Letzte Nacht. Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Quixote? Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Quixote? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charles de Gaulle. Möchtest du eine Zigarre? Tut mir leid, meine Mutter hat mir das Rauchen verboten. Tut mir leid, meine Mutter hat mir das Rauchen verboten. Wenn ich auf meine Mutter gehört hätte, wäre ich heute nicht hier. Mach's dir bequem. Okay. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Ach, wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie... Nette Zigarren. Ja. Niedlich? Diese Babys explodieren geradezu vor Qualität. Möchtest du eine Zigarre? Klar, geh. Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Aha. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Huch, was ist denn da passiert? Okay. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Mhm. Das sagt er es jetzt. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Okay, gehen wir mal zu Vet Ortiz. So. Warte mal. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Öffne. Na? Okay, nimm. Gabel. Nimm Kaffee. Entkoffinierten Kaffee. So, jetzt nochmal wieder hier hin. Die Zähne können wir auch gut gebrauchen. Komm. Ha, und nimm. Und, ja, Mama, schließen. Soll ja keiner stolpern. Benutze Gabel mit Ose den Clown. Diese Gabel könnte nicht mal eine Seifenblase verletzen, schon gar nicht einen Clown wie Uso. Okay, wie geht's jetzt weiter? Oh. Schon eine Mikrowelle. Der Duke, Gütezeichen Mikrowelle. Benutze mit Mikrowelle. Das wäre ziemlich blöd, dazu sind die Zähne noch zu gut. Benutze entkoffinierten Kaffee mit... Koffeinfreier hilft dir nicht. Und was ist, wenn wir Tippex benutzen? Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Benutze Groschen mit Mikrowelle. Besser nicht. Okay, dann eben nicht. Gucken wir uns mal hier durch.
Oh. Was haben wir hier? Wer weiß schon, welche Überraschungen sich darin verbergen. Komm, öffne mal. Es ist ein Trichter. Na komm, nimm mal den Trichter. So. Gehen wir nach oben. Grün! Bernhard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Wie geht es deiner Band? Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Provokative lyrische Inhalte, sorgfältig zusammengesetzte Melodien und klare Aussagen. Wirklich? Was für eine Qualität ist das? Wirklich? Was für eine Qualität ist das? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Wunderprächtig. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Großartig. Jupp. So, wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Okay, schauen wir uns mal so ein... Oh. Schauen wir uns mal den Lautsprecher an. Die würden Hoagie gefallen. Okay, benutze... einen Ausschalter. Wow, das ist laut. Drücke. Oh, was ist denn da passiert? Ziehe Lautsprecher. Das ist zu schwer für mich zum Aufheben. Drücke an Ausschalter. Hui. Okay. Oh, eine Star Wars Maske. Okay. Weiter geht's. Aber bevor ich weiter... So, das nehmen wir noch. Na, können wir nicht. Nimm. Oh. So, dann werde ich hier mal abspeichern wieder. Save. So. Okay.
Okay, ich habe gespeichert. Ja, wie es bei The Day of the Tentacle weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal, euer Korganto bei The Day of the Tentacle.